Grüezi miteinander. Ja, es ist der Vorhang, glaube ich, etwas langsamer aufgegangen als gedacht, aber er ist aufgegangen. Nicht so weit, nicht so weit. Ja, jetzt können Sie von hinten beurteilen, ob es schön aussieht. Ich lese eine Passage vor aus dem Buch von Christian Frautschi, «Sieben Tage Joe Black», Dialog. Die einen von Ihnen kennen es vermutlich. Das ist das Buch, wo der Joe Black Dialog führt, in weiten Teil mit dem Christian Frautschi. Und wir haben da gerade eine Passage, die sich mit dem Thema vom heutigen Abend beschäftigt. Wir sind auf dem Parkplatz in Lachen angekommen, direkt unten beim Hafen. Die Stimmung ist traumhaft. Die Sonne steht über dem Zürichsee. Das Wasser im Hafen ist ganz still und glatt. Ein Dampfschiff legt gerade am Steg an. Also Joe, dann leg mal los. Was mich noch Wunder nimmt, Christian, du sagtest, dass du in Deutschland eine Wohnung hattest, als du Fußballspieler der ersten deutschen Bundesliga behandelt hast. Das ist doch ein lukratives Geschäft. Die verdienen ja Millionen mit Fußballspielen. Wieso hast du damit aufgehört? Nun, das war so eine Sache. Klar, diese Jungs verdienen verdammt viel mit dem runden Leder, das sie über den Platz schieben. Ich hatte unter anderem einmal einen Captain eines Erst-Bundesliga-Clubs. Er hatte ein Burnout und niemand sollte es wissen. Ich durfte ihm innerhalb von wenigen Tagen helfen, spielte seine Mannschaft spielen konnte. In einem der ersten Spiele danach spielte seine Mannschaft gegen Bayern München und siegte mit 4:0. Er kam dann etliche Male vorbei. Er konnte seinen Vertrag verlängern und wurde später wegen seiner guten Leistungen sogar noch in eine andere Mannschaft geholt. Alle staunten darüber, dass er wieder so gut spielte. Ich sagte ihm, dass er noch daran arbeiten müsse, um wieder standfest zu sein. Und dann war es ihm wieder wichtiger, andere Dinge zu tun, statt zu mir zu kommen. Eine neue Waschmaschine für die Schwiegermutter war wichtiger als seine Karriere. Dann motzte er noch wegen meiner Rechnung, obwohl der Betrag für ihn ein Pappenstiel war. Und ich war teilweise nur wegen ihm nach Baden-Baden gefahren. Ich sagte ihm von Anfang an, natürlich wird dich das jetzt etwas kosten, aber nach dem nächsten Transfer wirst du so viel mehr verdienen, dass du diese Summe mit dem Mehrverdienst vom ersten Monat locker bezahlen kannst. Und so war es dann auch. Aber es kam, wie es kommen musste. Er wollte seinen eigenen Weg gehen, ohne mich. Einige Monate später fing es bei ihm wieder an mit der Erschöpfung, da er noch zu wenig gefestigt war. Ja, schade, dass es so kommen musste. Ich sagte mir dann, wenn die Jungs meine Arbeit noch wollen, dann dürfen sie in die Schweiz kommen. Und ich löste in Deutschland alles auf. Dieser Spieler ging dann zu einem Sportpsychologen. Der schrieb ihn einfach krank und so war er weg vom Fenster. Heute spielt er irgendwo in der dritten Liga. Schade. Aber wenn das Sportler-TomTom einen anderen Weg vorschlägt. Ja, guten Abend miteinander. Schön, dass ihr da seid. Ja, das Thema ist ein riesiges Thema. Ich glaube, wir könnten eine Woche lang jeden Abend 2-3 Stunden über das diskutieren. Wir versuchen heute das Wichtigste daraus herauszupicken, das, was ihr vielleicht am meisten für euer Umfeld oder wer auch immer könnt mitnehmen. Weil es ist ein schwieriges Thema. Genau so, ich habe das gewählt aus dem Buch heraus. Ein Spitzensportler, der krank ist, das geht ja nicht. Der hat seinen Lohn und der hat für das zu arbeiten und hat für das zu zickeln und eben das Leder vor sich herzuschieben oder was auch immer. Und er muss die Leistung bringen und es darf ja. Das ist halt eben Spitzensport extrem und wirklich voll krass teilweise. Es darf ja nichts irgendwie
an die Öffentlichkeit gehen, was mit dem Mensch los ist. Es wird nur geschrieben wieder, wenn er absolute Spitze ist. Das war auch mit ihm so gewesen. Auf einmal hat man wieder geschrieben, hey, was ist mit ihm los? Der ist wie umgewandert, das ist wieder wie ein Hausbub, der gerne Fußball spielt. Das ist genau das, was ich auch aus dem Haus holen wollte. Dass er wieder dort herkommt, dass es mit Freude, dass es mit Spass macht. Ich bin jeweils dort in der Katakombe geguckt, oder wie man dem sagt, wo es nach dem Match sind, wo die ganze Mannschaft ist, die ganze Führung und so, in dem Stadion, wo irgendwie 60, 70.000 Zuschauer vorher das Spiel geschaut haben. Man hat wohl gewusst, irgendwie, das ist, glaube ich, der, der mit ihm irgendwie etwas macht. Es hat niemand gewusst, was, aber man hat das Resultat gesehen. Aber gleich, es war okay, als er seine Leistung wieder gebracht hat. Und, aber alles andere, das hat und darf niemand interessieren, weil es wird sofort halt breit geschlagen. Und alles, was negativ ist, alles, was tragisch ist, wird sofort publiziert. Und Fußball sowieso in Deutschland, das ist so ein grosser Faktor. Das ist wahnsinnig, was dort läuft. Es war schon. Er hat von sich selber halt eben auch schlussendlich wieder zu viel abverlangt. Hat das Gefühl, es ist jetzt wieder gut. Jetzt gehen wir mit der Vollgas rein. Ich brauche jetzt dich nicht mehr. Und ja, wie es der Marco gelesen hat, es war wirklich so gewesen. Nein, ich kann heute nicht kommen. Ich war zwar schon auf dem Weg nach Deutschland. Ich kann jetzt heute nicht kommen. Ich muss mit der Schwiegermutter eine neue Waschmaschine kaufen, dass ich dort dann auch gut anstehe. Ich habe sie jetzt ein paar Wochen ein bisschen vernachlässigt. Oder ich muss noch das, ich muss noch das. Und nein, ich kann jetzt nicht kommen, weil die Frau hat frei. Und dann tun wir den Tag miteinander verbringen. Und, das ist alles einfach wichtiger gewesen. Und das ist das, was sehr, sehr ein grosses Thema ist. Nicht nur bei Fußballern, wirklich bei jedem Einzelnen, der irgendwo in dieser Situation ist, dass man viel zu schnell auch wieder rein will, dran will, das machen, was man vorher gemacht hat und wo halt einfach einmal braucht. Ich sage jetzt krank, erschöpft oder was auch immer gebraucht hat. Ja, es ist ein grosses Thema. Nicht nur für Spitzensportler, darunter sind auch Hausfrauen. Es sind auch Schüler. Es ist bedenklich, wie viele Jugendliche das ich kann, die ja, schlichtweg erschöpft sind. Sie wollen zu viel Leistung bringen. Sie werden von sich selber getrieben. Sie werden von den Eltern getrieben. Und aus den Erwartungen heraustreiben, die sie sonst auch möchten. Und aus diesem Grund heraus ist wirklich querbeet, querbeet. Jeder Einzelne muss irgendwo kann treffen, egal aus welcher Schicht, egal aus welchem Einkommen, egal aus dem Berufsalltag oder aus dem privaten Alltag heraus. Es kann schlichtweg überall der Fall sein. Und ich glaube, wenn ihr schon ein bisschen rumgelost habt oder immer wieder gehört oder denkt, er hat ein Burnout, dann ist das immer so eine Sache. Man denkt, okay, es ist Mode, es ist Trend. Und die einen belächeln es, die anderen sind hilflos, was ich irgendwo auch verstehe, weil es ist keine Situation, kein Mensch gleich wie der andere. Ja, wir werden verschiedene Aspekte von dem Burnout jetzt anschauen. Jetzt kommen natürlich zu dir Leute
Meistens erst dann, wenn es so weit fortgeschritten ist. Aber man muss natürlich sagen, Burnout fängt leislich an und unsichtbar. Was sind für dich Zeichen oder an was erkennst du Burnout, wenn jemand bei dir angekommen ist? Es sind nicht nur Leute, die zu spät kommen oder die zuerst kommen, wenn sie drin sind. Wir haben viele Klienten, wo ich das feststelle, wo ich es erkenne und sie eigentlich nichts wissen davon. Ich hatte gerade erst einen Fall von einer jungen Frau, sehr aktiv, erfolgreich, geschäftlich erfolgreich, immer gemacht und da, fit wie ein Turnschuh und wirklich immer voll drauf und zack und. Und das hat sie eigentlich, sage ich jetzt mal so, das hat sie eigentlich zusammengehauen aus Liebeskummer. Wegen der Trennung. Mit dem Frust dahinter, ich laufe immer an die falschen Männer her. Und weiss nicht was und überhaupt und sowieso, was soll denn das? Ja. Und das war eigentlich ihr Grund, warum sie gekommen ist. Aber ich habe natürlich sofort gemerkt, hey, die liebe Frau, die ist generell völlig am Anschlag. Wirklich sowas von am Arsch. Und rafft sich einfach auf für ihren geschäftlichen Alltag als Unternehmerin. Und kaum ist sie daheim, kriegt alles zusammen. Bis am nächsten Morgen. Vollgas wieder. Und, sind ja. Das ja auch Anzeichen, die auch auf eine Depression hindeuten könnten. Und da ist auch eine Schwierigkeit, um das voneinander zu unterscheiden. Die Frage ist, was ist eine Depression? Depression hat verschiedene Seiten, auch genau da. Sicher ist ein Burnout in dem Sinn, ist es eine Depression, das ist klar. Aber Depression heisst schlussendlich, es ist nichts anderes als es sind Ängste. Es sind schlichtweg einfach nur Ängste. Und die Ängste treiben einem, längen sie weiter. Sie treiben auf einer Seite einem zum Leistung bringen, zum möglichst viel leisten. Sei das im Geschäft, um gute Zahlen bringen, zum möglichst viel Umsatz regenerieren, möglichst dem Chef gefallen und das und dies und jenes, und dann die Leistung dort bringen. Oder sei das eine Mutter zuhause, wo ein Mann, der zu Abend heimkommt und beisträgt und das Geld heimbringt und teilweise dann vielleicht halt eben auch noch ein bisschen so denkt, muss ich sagen, ja gut, das ist mein Job, ich muss für die Kinder schauen, ich muss versessen da sein, ich muss die Kinder versorgen, schauen, dass sie in die Schule kommen und etwas Feines zum Mittag bekommen, wenn möglich, und dasselbe mit dem Mann, wenn er zu Abend heimkommt. Und durch das halt einfach, ja, nicht nur einfach ein 8-to-5-Job haben, sondern ja, morgen um 6 Uhr. Vielleicht fällt es schon an, dass man mal den Kaffee ans Bett bringt. Oder was auch immer. Nein, es ist egal. Es ist einfach, es ist irgendwann von morgen um 6 Uhr weg bis zum Abend um 9, 10 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind. Bis die Kinder im Bett sind, nonstop. Die einen können das besser, die anderen können es weniger gut. Das ist vielleicht genau der Punkt. Solche Situationen kennen wir ja wahrscheinlich fast alle, oder? Das Leben ist manchmal anspruchsvoll. Und jetzt gibt es die einen, die schaffen das, und die anderen haben irgendwann ein Burnout. Kann man, gar nicht bösartig gemeint, denen vielleicht sagen, sie gehen falsch mit etwas um, machen sie etwas falsch? Es hat verschiedene Gründe. Auf einer Seite ist es, dass man einfach vielleicht sich, von sich selber zu viel abverlangt. Nach dem Motto, das hat meine Mutter auch so gemacht. Jetzt nehme ich jetzt mal die Hausfrau. Das hat meine Mutter auch so gemacht.
Und das ist völlig normal, das ist so. Der Mann bringt das Geld heim, die Frau schafft. Die Frau schafft die heim. Obwohl das ja heute so ist, dass ja normale Arbeiter in dem Sinne Frau auch nicht mehr einfach kann die heim hocken, dass sie muss mitverdienen, weil einfach das Leben sonst so viel kostet. Und dass es halt einfach generell ein höherer Anspruch ist. Und wenn man jetzt in den geschäftlichen Bereich hineingeht, dort ist es einfach sehr oft so, dass die Leute, sie machen einen Job, sie tun etwas ausführen, was sie einmal gelernt haben, was sie vielleicht studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben oder was auch immer. Und jetzt halt das einfach machen und sie arbeiten und sie leben eine Theorie, ein System oder was auch immer, wo länger sie weniger Freude ein wichtiger Faktor ist. Nehmen wir einen Banker, nehmen wir einen Manager, wo einfach, ja, sie machen ihren Job. Ich habe diese Woche eine ganz verrückte Anmeldung gekommen von einer Persönlichkeit, die geschrieben hat, ich kann meinen Alltag fast nicht mehr bewältigen. Ich habe ein Alkoholproblem. Ich bin nicht mehr bereit, überhaupt den Haushalt zu machen. Und. Wo wirklich, ja, ich glaube, in meinem Alter, ich weiß auch nicht genau. Nein, ich glaube, jünger ist egal. Wo wirklich, man sagt, ja, der macht seinen Job und das, was er macht, macht er sicher voll gut. Wo er die Leute vertritt, Paragrafen vertritt und. Es ist ein Schema, wie man vorgeht, wie man eine Gerichtsverhandlung führt oder wie man das macht. Aber irgendwo der Mensch völlig auf der Strecke geblieben ist. Und hat er etwas falsch gemacht oder ist ihm das einfach passiert? Das kann ich in dem also Moment. Nicht der konkrete, aber ganz allgemein, wenn es so weit ist. Die Frage ist immer, ja. Die Frage ist immer, wer hat etwas falsch gemacht? Die Betroffenen, die nehmen die Schuld immer als allererst ganz klar auf sich. Sie haben einfach mal ganz klar von sich aus ihrer Sicht aus versagt. Sie haben es nicht gebracht, sie können es nicht mehr bringen, sie können die Leistung nicht mehr bringen, sie können einfach das nicht mehr sein, was sie sollten sein oder was von ihnen verlangt wird. Und das hat ganz einen tiefen Hintergrund. Das ist das, was mich interessiert. Weil die einen wissen das oder haben es vielleicht in den Büchern schon gelesen, wenn jemand zu mir kommt, ich weiss nichts, ich weiss keinen Namen, ich weiss kein Alter, ich weiss kein Geschlecht. Wenn ich in den Raum hineinkomme, kann die Person kann ein Baby sein, es kann ein Säugling sein, es kann eine 90-jährige Frau sein, es kann ein Topmanager sein oder was auch immer. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich weiss es nicht. Wenn ich hineingehe, dann gehe ich hin und ich nehme den Menschen wahr. Ich nehme den Menschen wahr, über seine Mimik, über seine Gestik, über sein Verhalten. Wie er die paar Meter, die er vom Stuhl, wenn ich reinkomme, steht drauf, zu der Liege her läuft und auf die Liege liegt. Das sind Sachen, das sind Momentaufnahmen von 1, 2, 3 Sekunden. Und die sagen unheimlich viel aus. Der Gang, wie ist der Gang, wie ist einfach. Und für das gibt es keine Theorie, das kannst du nicht lernen. Du kannst 100'000 Semi-Molcho-Bücher lesen. Du kannst vielleicht schauen, wie der Mensch der Herzlaufen kommt, aber du siehst nicht drin. Und das ist einfach das Problem. Was ist da dahinter? Das ist das, was mich wundernimmt. Mich interessiert nicht, warum ist jemand da? Eben, sage ich das bei dieser Frau, weil sie Liebeskummer hat. Das ist ihre Definition, wieso dass sie zu mir gekommen ist. Aber bei mir ist es viel wichtiger, wie sieht sie den Menschen aus.
was läuft mit dem Menschen ab und was ist die Ursache? Und das ist das, was mich interessiert. Und die Ursache, und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, wo du die Frage gestellt hast, wer ist die Schuld? Die Ursache von so etwas liegt zu 90% in der Ahnentafel. Das heisst, bei den Vorfahren. Ohne, dass man eine Schuldzuweisung macht. Sondern es hat damit zu tun, was ist an dem Mensch, was ist dieser Seele vorgelebt worden in der Kindheit. Sind die Eltern viel unterwegs gewesen? Ist der Vater ein Unternehmer gewesen? Hat keine Zeit gehabt für Kind, ist heimgekommen, hat einfach nur gute Zeugnisse wollen. Oder ist ein älterer Teil zum Beispiel früher verstorben? Ist auch teilweise ein Faktor. Oder was ich sehr oft auch habe, Vorfälle und Sachen, die in der Schwangerschaft waren. Ich habe gerade die letzte Woche eine Mutter hatte, die mit dem Kind kam, die das Kind extrem geklammert hat. Sehr mutterbezogen war, sehr viel Nähe, sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und ich habe dann dort gesehen und gespürt. Und auch Bilder bekommen, dass in der Schwangerschaft rein, es werden Zwillinge sein, eins von diesen Kindern gegangen ist. Nach bereits ein paar Wochen. Und das Gefühl, die Emotionen und alles, das ist das, was in der Mutterleib, in der Gebärmutter zurückbleibt. Das ist ein Gefühl, es geht jemand. Irgendwie, so klein wie die Seele ist eben gleich erfahren, es ist nicht das erste Mal da, und es sind auch Prägungen und Sachen von den Vorfahren drin. Und wo dann einfach das Kind, dem hat das so viel zu schaffen gemacht, dass da ein Geschwisterte gegangen ist. Er ist zurückgebleibt. Was in dem Fall bedeutet, also die Schuldfrage ist eh blöd, oder? Es geht gar nicht um Schuld oder nicht. Nein. Schuld, aber man kommt etwas mit über, wo man dann trotzdem muss damit können umgehen. Umgehen, das ist richtig, ja. Das hat vielleicht in der Schule, ist die Mutter noch da. Oder Kollegen über den Mittag und. Oder dann ein bisschen, wie soll ich sagen, auch das soziale Umfeld gibt. Da ist man beschäftigt. Und dann geht es weiter, dann kommt man in die Stifte. Da ist man schon mal ein bisschen abgekapselt. Dann kommt man in die Berufswelt. Und dann hast du ja das Gefühl, du willst ja dann kompensieren. Du kompensierst das Gefühl. Und das passiert, das klingt einem am besten, wenn man Leistung bringt, wenn man beliebt ist, ob man einfach immer den Lohn macht oder ob einfach jemand entstreben ist oder was auch immer. Und durch das die Aufmerksamkeit überkommt und ich sage jetzt einmal, durch Leistung, durch sein Tun, durch sein Handeln,
Liebe, Nähe kann kompensieren, wo vielleicht im Elternhaus nicht da war. Weil vielleicht einfach die Eltern nicht mehr gearbeitet haben. Und weil das einfach gefehlt hat. Oder weil halt einfach später im Leben irgendwo das halt einfach gefehlt hat. Und dann will man das kompensieren. Und das kann man halt einfach am einfachsten kompensieren mit Handeln, mit Tun, mit Leistung. Und so kommt man Aufmerksamkeit über. Also, ja, wie der Ausdruck sagt, Fishing for Compliments. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Aber der Ursprung hat sehr oft wirklich da im Familiengefilde zu tun. Und dort ist es natürlich, wie gesagt, unheimlich komplex. Sechs, weil ein älterer Teil gestorben ist, weil ein älterer Teil nicht rum ist, oder weil es eine Scheidung ist, oder was auch immer. Und irgendwo einfach ein Manko da ist. Das heisst, etwas, was wir auch probiert haben, zu überkompensieren, ja, irgendwo. Und daraus entsteht das sehr oft. Ich sehe das sehr oft bei Kindern, die in der zweiten, dritten Generation in der Schweiz sind, wo die Eltern vielleicht noch als Fremdarbeiter, als Italiener, als Jugoslaw oder wer immer, in die Schweiz gekommen sind und die Eltern da Saisonier gewesen sind. Oder vielleicht das erste Mal der Vater und dann können die Familie nachkommen. Und sie einfach da gearbeitet haben, wenn sie gut gewesen sind. Wenn sie Arbeit bekommen haben, wenn sie gut gewesen sind, haben sie können bleiben und sonst haben sie heim müssen. Und dann sind sie mal da in der Schweiz und haben können bleiben. Dann kann man da in der Schweiz aufwachsen. Und dann kommt man in die Schule. Und dann heisst es teilweise von den Eltern aus, oder wie halt eben immer, vielleicht am Mittagstisch diskutiert worden bist, aber gibst du dir auch Mühe in der Schule, dass aus dir mal etwas wird? Aus dem Hintergrund. Nicht, dass dann, wie wir immer Angst hatten, dass du heim musst. Das ist ein, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt ausgesprochen ist, das ist da drin. Das lebt man einem vor. Man muss schauen, man muss sparen, man muss schauen, man kann nicht einfach und weiss nicht was alles. Und gibst dir Mühe und dann schaust du, dass nicht nur in die Real kommst, oder wie das auch heute immer heisst, schaust, dass du in die Zeck kommst und über die Leistung. Dann sind sie vielleicht noch gut und sie nehmen sich Mühe, geben sich Mühe, können eine Kante oder das und das und jenes. Und dann geben sie sich aus dem Antrieb raus Druck. Und gehen über ihre Verhältnisse. Weil sie einfach nicht nur ein 4,5er im Zeugnis wollen, sie wollen dann einen 5,5er. Aus eigenem Antrieb teilweise. Und du glaubst nicht, wie viele Jugendliche, auch wie viele Studenten, die ich mittlerweile habe, die so am Arsch sind, wie sie sich einfach selber der Tour der Terre geiselt. Von sich aus. Aus ihrem Antrieb aus. Okay, aber eben, was heisst jetzt wieder? Jetzt hast du ja gerade natürlich die Generationengeschichte erzählt. Das heisst, die kommen das halt vielleicht irgendwo mit über. Du kommst das auf der Gefühlsebene mit. Du kommst das mit auf der Gefühlsebene. Und das ist dann die Sache, wenn ich mit diesen Menschen arbeite, ich spüre das und ich sehe das, ich komme ja dann Bilder über, teilweise Situationen und, oder? Und jetzt, du hast vorhin den Fall da, das ist auch erwähnt ist im Buch, der Fußballer. Bei diesen ganzen Spitzensportlern spielt das ja wahrscheinlich auch mit. Ein Stück weit, also die wollen ja auch irgendwem etwas beweisen. Oder sich selber oder das auch. Das ist ganz klar, ich meine, sie gehen vielleicht aus Talent raus. Also ich meine, der Fußballer, der hat riesig Freude gehabt, der hat riesig Spass gehabt am Fußballspielen. Der hat gesagt, ich bin dort zurück mit ihm, habe diskutiert mit ihm und gesagt, hey,
wo hat es bei dir angefangen? Da hat er gesagt, weißt du, ich habe mit den Kollegen auf dem Jutiplatz hinter dem Haus Bundesliga gespielt. Und ist einfach so mit Freude, mit Spass in das Ganze reingekommen. Schlussendlich ist er halt einfach länger sie besser geworden. Aus Freude, aus Spass und hat das einfach wirklich angefangen zu leben. Ist Captain geworden, ist eine tragende Kraft in der Mannschaft, hat für halt geschaut und. Und dann ist es aber halt einfach schlichtweg zu viel geworden. Eben, er hat für seine Frau schauen. Sein Vater hat ein bisschen Misswirtschaft betrieben. Der hat ihn finanziert. Das waren 2-3 Millionen im Monat, die er dort noch abgeliefert hat. Nach dem Motto, ja, mir geht es jetzt gut, ich kann dir auch ein bisschen helfen. Bei mir dort gescheiter, der Vater müsste das Leben selber in die Hand nehmen und halt ein bisschen kleinere Böden backen. Oder was auch immer. Und es war so, ein Teufelskreis gewesen, oder? Ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich mich das erste Mal mit ihm getroffen habe. Dann hat mein Handy geläutet. Ich dachte, hä? Dann sagte er, bist du jetzt gerade da? Ich sagte, ja, ich bin jetzt da gerade. Was möchtest du trinken? Ich bestelle dir zu trinken. Er ist schon im Restaurant gesessen. Dann habe ich gesagt, hä? Ja, willst du einen Kaffee? Willst du einen Skoggi? Ich sagte, spinnst du? Und das war genau das. Er hat es allen recht machen. Vor allem wollte er säckeln und schauen und machen. Und genau an dem ist er zerbrochen. Er hat gesagt, hey, das kann es nicht sein. Ich bin für mich selber verantwortlich, was ich trinken will, was ich bestellen will. Und du bist nur allein für dich verantwortlich. Okay, das ist jetzt aber eben, es ist einfach schwierig, oder? Er hat ja, jetzt kann ich sagen, vielleicht hat er einfach nett und freundlich sein, oder? Wo wären die Grenzen und wie findet man die? Er hat die Grenzen nicht mehr gekannt. Und das ist das, was sehr, sehr, sehr oft passiert. Jemand, der in dieser Situation ist, kennt seine Grenzen nicht mehr. Dann bist du nur noch am Funktionieren. Das ist genau das, was das Thema ist heute Abend, Turbo im Kopf. Du rotierst nur noch, du funktionierst nur noch, du drillst nur noch im Hamsterrad rein und du bist einfach im Tun. Das ist jetzt so der Begriff, den du dem Abend gegeben hast, Turbo im Kopf. Was passiert? Wie viel weißt du über das? Was passiert im Kopf? Du kannst schlichtweg nicht mehr abschalten. Es drillt einfach nur noch. Oh, jetzt muss ich das und oh, morgen muss ich dann schauen, dann muss ich noch auf das schauen. Oh, und dann muss ich auch noch anrufen. Und warte, ich muss schnell aufstehen nochmal und ich schreibe mir das schnell auf. Oder respektive, ich muss nicht einmal aufschreiben, das Handy liegt eh neben dem Bett zu. Ich mache mir noch schnell eine Notiz. Ja, ich könnte noch schnell, jetzt schreibe ich das SMS gerade schnell, sonst vergiss ich es dann wieder und. Und irgendwie, du bist so am Trüllen. Das ist einfach, du kommst schlichtweg nicht mehr zur Ruhe. Und alles, was Beschäftigung ist, schlussendlich, bist du in dem Moment bist dankbar. Also du willst dann nicht nur, bist in einer Führungsposition, dann willst du nicht nur für deine Angestellten einen super Job machen. Du willst für den Firmenanlass, den man hat, für das Wochenende, das man hat, wollt man wirklich ein geiles Programm auf die Beine stellen, dass die Jungen beschäftigt sind, dass sie plauschen, dass sie Freude haben und mitmachen und weiss nicht was. Bei mir wäre es vielleicht manchmal einfach ein Ausleier nach dem Motto, ja, wir gehen an einen Fußballmatch, gehen nachher miteinander ein Bier nehmen und einfach den Plausch und schnurren über Gott und die Welt. Und nichts anderes. Und das ist einfach, eben, du bist treiben. Und du kannst dich durch das länger sie weiter aufwiegeln. Du kannst nach dem Arbeiten noch ins Fitness.
Du machst noch das. Und es hört einfach fast nicht mehr auf. Und bis dahin hätte es aber wahrscheinlich Anzeichen gegeben, wo auch der Betroffene hätte können zur Kenntnis nehmen. Oder hat er nicht absolut können? Absolut. Hätte er können. Ich meine, man liest ja immer wieder, ich habe im Buch Ihnen auch ein Beispiel von einem ehemaligen Swisscom-Manager oder CEO von der Swisscom, wo wirklich ein Genie war, was er auf die Beine gestellt hat. Und er ist irgendwie einfach, weil er ist privat aus dem Gleichgewicht gekommen, er hat nicht mehr kompensieren können. Und dann hat er sich ins Geschäft hineingestürzt, an eine Beschäftigung. Ist auf das Mal, vorher war er einer, der gesagt hat, ein Manager, der mehr als 52 Stunden schafft in der Woche, kann nicht managen. Und so hat er seine Zeit geführt. Und hat sensationell geführt. Aber irgendwo ist er zum Gleichgewicht ausgefallen und hat die Kompensation, die er Liebe, Nähe, die er im privaten Bereich nicht mehr hatte, wo er gesagt hat, hey, ich habe wegen einer Freundin meine Frau verlassen, hat sich Kinder sind bis dort und dann raus und hat mit dem nicht mehr umgehen können, hat sich in die Arbeit hineingestürzt und es war eine Frage von der Zeit gewesen. Schlussendlich, ja, er hat selber, es war sehr schade gewesen, selber die Reissleine gezogen und das kann es nicht sein. Ja, nicht wirklich. Es hätte wahrscheinlich andere Möglichkeiten auch gegeben. Wie gross ist das Problem, über das wir hier reden, eigentlich auch so zahlenmässig? Hast du Zahlen von Betroffenen, jetzt vielleicht einmal bei deinen Klienten prozentual? Wie häufig kommt das ungefähr vor? Erstens einmal legen sie häufiger. Es ist echt schlimm, was ich gesehen habe, was nur alleine in den letzten paar Wochen, Monaten gelaufen ist, wenn ich die Anmeldungen sehe oder respektive mit Maggie die Anmeldungen zeigt und fragt, was meinst du? Es ist echt teilweise haarsträubend. Es ist irgendwie, weißt du, die einen schreiben dann, ja, ich verspanne mich, Zähne knirschen und. Oder ich kann nicht mehr abschalten. Oder ich bin in einer Ausbildung, ich kann nicht mehr lernen und weiss nicht was alles. Und dann kommen sie und dann merkst du, hey, du, sie sind einfach, sie sind voll drin. Sie sind schlichtweg voll drin. Und zahlenmässig, ich weiss es nicht, ich kann es nicht sagen, weil wir machen keine Statistik. Auf keine Art und Weise, weil für mich steht der Mensch im Vordergrund. Wenn der rausläuft, weiss ich nicht mehr von dem Mensch, von dieser Seele. Ich weiss vorher nichts. Und was genau in dieser Zeit passiert, wenn er bei mir ist, wenn ich mit ihm arbeiten darf, das ist für mich maßgebend und alles andere interessiert mich nicht. Aber der Anteil ist länger sie grösser. Und in der Regel ist es so, und das ist ja das, was sich extrem gehäuft hat, dass es Männer gewesen sind, die einfach am Morgen möglichst früh gekommen sind, die geschrieben haben, ich möchte möglichst den ersten Termin, ja, wo geschalert gekommen sind und nachher die Schuhe angelegt haben, gezahlt haben und sind weiterarbeiten, dass möglichst niemand etwas merkt. Und solche Sachen, die haben sich extrem gehäuft. Jetzt sind die Beispiele, die du gebracht hast, mehrheitlich Männer gewesen. Heisst das auch, es ist mehrheitlich ein Männerproblem, das Burnout? Dort wird es eher so genannt, aber wir haben das bei den Frauen genau gleich wie bei den Männern. Es macht keinen Unterschied. Sicher ist es so, dass man vom Klientel her natürlich halt einfach viel mehr Frauen haben, also viel mehr. Früher war es so, dass man von 10 Klienten einen Mann hatte. Heute ist es so, dass man von 10 Klienten 3 bis 4 Männer hat. Also es ist
ganz gewaltig viel gelaufen, dass man halt scheinbar auch sich dafür hat, als Mann zu kommen und nicht nur das Gefühl hat, hat der letzte Mal einer gesagt, oh ja, du bist ja okay für dich, dass du der Hausfrau das Geld zum Sock ausziehen kannst. Dann glaubt ja, der Scheissdreck, den du da auf YouTube erzählst und so. Ist okay, das darf seine Meinung sein, aber wir haben wirklich, legen sie mehr Männer, die kommen. Und dort ist es natürlich verhältnismäßig halt eben mehr das Thema. Das ist ganz klar. Aber im Gesamten, es zeigt sich einfach anders, man kommt mit anderen Problemen, mit anderen Anliegen, wo sich halt vielleicht ein bisschen anders zeigt. Aber die Thematik ist die gleiche dahinter. Also ich meine, wenn man gestresste Männer zu Hause hat, dann hat man schlussendlich auch zu 60-70% auch schlussendlich eine gestresste Frau zu Hause, weil es halt dann eben auch nicht einfach ist. Und will man dann vielleicht auch erst recht das Beste machen für die Beteiligten. Es ist vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber es ist genau gleich. Jetzt bist du selber ja auch ein umtriebiger Mensch. Du warst früher ein Unternehmer gewesen. Hast du eigene Burnout-Erfahrungen? Ja. Einfach dann. Dann, wo ich es übertrieben habe. Ich meine, ich bin seit 23 Unternehmer und ich kann Vollgas geben. Ich kann Vollgas geben, aber aus Freude und aus Spass. Und dann hat es einfach vielleicht Zeiten gegeben, wo der Grind reinkommt ist. Und du halt einfach vielleicht noch hast wollen, ja, jetzt tue ich noch diese Filialen auf und jetzt mache ich noch das. Und das funktioniert schon und das geht dann schon. Und wo es dann halt einfach ja, mit Aufwand, mit Arbeit verbunden war, wo du einfach hast müssen machen. Und ja, bei mir war es immer so, dass es das erste, mein lieben Organ da, meine Bronchien, meine Lunge war, die sich gemeldet hat. Und wenn man dann so genauer hergelost hat, hat man dann schon gemerkt, dass es halt eben schon mehr ist. Und dann hast du einfach dann müssen sagen, so, jetzt musst du einfach ein bisschen zurückbuchstabieren wieder. Es hat man dann aber auch können, oder ich konnte es dann auch können, weil ja sich dann irgendwie etwas erledigt hat, oder? Also ich meine, das ist, wo ich im Ende 12 bin ich auch in Rapperswil gewesen. Das ist irgendwie im September rein gewesen, wo ich mich mit der damaligen Vermieterin da nicht mehr zu Schlag gekommen bin, weil ich wollte die andere Raumeinteilungen machen, dass ich für mich besser kann arbeiten kann, dass ich auch mehr Komfort kann bringen für meine Klienten, dass ich einen schöneren Warteraum kann machen kann. Und das Ganze, ich kann schlussendlich die ganze Etage mieten. Und dass einfach alles so abläuft und ist, so wie ich es im Kopf hatte und wie ich das wollte. Und dann hat sie halt einfach quergeschlagen und gesagt, ja, gut, da eben, du verdienst schon dementsprechend viel Kohle und so. Dann, ja, okay, wir können das machen. Du kannst den ganzen Stockwerk haben. Das und das kostet den Preis. Das und das ist es, oder? Und dann habe ich mir gesagt, weißt du, sorry, den Ausdruck hast du mir am Arsch. Aber so nicht, weil ich kann nicht in eine alte Hütte investieren. Also, es war immer wieder mit Investitionen tätig, mit Wand rausnehmen. Wir machen und tun. Ich kann nicht investieren und zahle schlussendlich gleich viel Zeis, wie ich an der Emmi-Straße in Zürich würde zahlen, als Anwalt oder was auch immer. Irgendwo hört es auch auf. Und halt müssen sagen, gut, mir hat es zwar gefallen dort, es war gut gewesen, aber ich habe es jetzt gesehen, jetzt schaue ich um. Ich habe umgeschaut und habe innerhalb von drei Monaten eigentlich wirklich alles über den Haufen gerührt. Ich habe ja oben rein gewohnt, im
im gleichen Gebäude. Und habe eine neue Wohnung gesucht, ich habe einen neuen Praxisraum gesucht. Und ich habe ganz klar gewusst, was ich überhaupt wollte. Ich habe gewusst, ich wollte irgendwo 140, 50 Quadratmeter oder mehr auf einer Ebene, wo eine freie Fläche ist, wo ich Weitsicht habe, wo ich Fernsicht habe. Weil ich brauche das zum Arbeiten, ich muss in die Weite schauen, ich muss Horizont sehen. Und habe dort innerhalb von 3 Monaten wirklich alles umgekrempelt. Und dann den ganzen Umbau geplant. Ich habe dann die Praxis, wo ich jetzt drin bin, 220 Quadratmeter gemietet auf einer Fläche, im Rohbau. Und alles andere selber organisiert und aufbauen. Innerhalb von 2 Monaten sämtliche Zwischenwände, also den Boden hineingebracht, sämtliche Zwischenwände und alles zusammen. Und das alles nebst dem ganz normalen Praxisalltag. Also ich habe einen Handwerker gekommen, der dort gearbeitet hat. Wenn ich fertig war in der Praxis, bin ich auf Männendorf runtergefahren, haben das so geschaut, wir haben geplant, wir haben geschaut, wir haben gemacht. Bist irgendwie 10, 11, halb, 12 oder wenn bist du heim, hast vielleicht noch schnell etwas gegessen, bist ins Nest gelegen und morgen um 7 wieder weiter. Und natürlich logisch, ja, hast du auch noch ein Büro gehabt, ich habe noch den Verlag gehabt und alles zusammen, was auch noch gemacht werden musste. Also es waren irgendwo 3-4 Stunden Maximum pro Nacht, über eine Zeit von, ja, vielleicht 4-5 Monate. Und ja. Es was hat passiert? Gut, ich bin ein positiver Mensch. Ich habe gewusst, es hat ein Ende. Da gehen wir jetzt durch. Und schlussendlich ist der Tag X und Ostern 2013, glaube ich, war es. Ja, 1. April. Ich glaube, 2013 war es. Ist die Eröffnung von der Praxis dort unten. Wir haben über das Wochenende gezügelt und dann hat es sich erledigt gehabt. Und dann musste ich halt einfach schlicht weg müssen. Ja, die paar Monate drauf beistrecken und einfach nothing to do. Wirklich einfach wieder oben runterfahren. Und wie gesagt, bei mir war es nicht nur der Schöpfung alleine, es war halt einfach immer mein Thema, als ich ja, halt mit dem auf die Welt gekommen bin, mit der Bronchium, die nicht so ist. Ihr habt es selber gehört oder gehört es auch. Ich tue das nicht verschönigen, es ist jetzt einfach so und fertig. Ich kann nichts dafür und ja, das sind die Gründe. Aber was soll's? Das ist mein Leben und ich habe eine positive Einstellung und ich bin ein Macher und ich habe Freude, wenn etwas läuft und geht. Aber es war schon ein Moment, wo ja, dann war ich am Anschlag. Und sicher, das hatte ich halt früher auch jemanden gehabt. Ja, wenn ich halt dann vielleicht mit dem Grind durch die Wand will und etwas durchsteuern will. Ich meine, ich bin ein Macher, aber bin manchmal ein engstirniger Berner Oberländer-Grind. Und ein Skorpion. Und das ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Und da hat man halt vielleicht auch mit dem Grind das eine und das andere gemacht. Und da hat man halt dann konsequenter auch müssen tragen und es war immer so gewesen, dass man halt einfach schlussendlich wieder hat müssen zurückbuchstabieren und einfach wieder müssen lernen an den See abhocken und den Vögeln anschauen. Okay, also du hast es geil für dich, runterfahren, zurückbuchstabieren. Sind das generelle Rezepte oder jetzt müssen wir überhaupt glaube ich, auf das Jahr zu reden kommen. Was kann man machen, was muss man machen, wenn man von einem Burnout betroffen ist, um daraus rauszukommen? Das Leben auf den Grind stellen. Das klingt unbequem. Ja, darum haben viele teilweise auch so lange, um es umzusetzen. Aber du hast keine andere Möglichkeit. Du musst, wenn dich der Job so an Anschlag bringt, musst einfach dir ganz klar sein, hey, ist es der richtige Job für mich? Und was muss ich machen, dass ich wieder zu der Freude komme, Spass zu haben, um das zu machen,
was für mich stimmt. Wenn du es nicht weißt, dann musst du es herausfinden. Das ist das eine. Und das andere ist, Verantwortung abgeben. Ein Manager, ein Unternehmer ist in dem Moment nicht mehr fähig zum Delegieren. Er hat das Gefühl, er muss alles selber machen. Respektive er hat das Gefühl, wenn ich jetzt das jemandem sagen muss, das und das machen, dann mache ich es doch gescheiter gerade selber. Und das ist das, was schlichtweg nicht mehr geht. Also du musst dir sagen, hey, was will ich überhaupt? Und wie gehe ich das an? Und das ist ja wieder genau so vielseitig, wie Personen sind. So vielseitig sind Geschichten dahinter. So vielseitig sind Job dahinter. Dass das schlussendlich kann umgesetzt werden. Und eins ist, was ganz wichtig ist in dem Moment, dass viele unterschätzen und nicht wahrhaben wollen. A, sie wollen nicht wahrhaben, dass sie krank sind. Wer will das schon? Als Kranker bist du früher ein Aussässiger gewesen, bist ausgestossen worden und weiss nicht was alles zusammen. Das wird heute noch in den Köpfen rum. Aber wenn du einfach mal herstehst und sagst, hey, es geht jetzt einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann musst du dazustehen. Ich sage immer, wenn du eine Krankheit nicht in dein Gärtchen hineinlässt und akzeptierst und sagst, ich weiss, du bist jetzt da, du bist jetzt Gartentürli eingekommen und du stehst vor mir. Ich muss dich nicht lieben. Aber ich glaube, jetzt kann ich nicht anders als dich annehmen und jetzt schauen wir, was wir machen können, dass du wieder zu meinem Gärtchen rauskommst und dass ich nicht mehr an diesen Punkt herkomme. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was, wie gesagt, viele in diesem Moment unterschätzen, ist, dass viel, viel mehr Akzeptanz vom Umfeld und von der Arbeitgeber teilweise da ist, als man meint, wenn man einfach mal hersteht und sagt, hey, es ist so. Leute herstehen und sagen, du, ich habe eine Grippe, ich komme jetzt ein paar Wochen nicht mehr. Zum Arzt geht und sagt, hey, gib mir ein Medikament, das ich in die Nuss reinrühren kann, dass ich wieder funktionieren kann. Das ist es nicht, das ist nicht die Lösung. Das ist das, was sehr oft gemacht wird. Leider wird sehr oft gemacht. Aber das ist nicht die Lösung. Wirklich hergehen und sagen, hey, los, weißt du was, ich weiss nicht, wenn ich wieder komme, ich brauche jetzt verdammt nochmal Zeit für mich. Und wenn du so offen und wirklich ehrlich hergehst und zu deinem Chef gehst unter vier Augen und sagst, los, ich erzähle jetzt das dir, das ist eine Sache unter uns, die teilweise verdammt viel Stolz braucht von jemandem, der so vor seinem Chef hersteht oder wer auch immer. Das ist ein riesengroßes Unterfangen. Das musst du einfach. Und wenn du das schaffst, dann hast du einen Anfang gemacht. Weil ich sage immer, hey, wenn du selber deinen Arsch nicht bewegst und mutig bist, dann sind die da oben. Wir wissen, dass da viel, viel mehr rum ist. Das wissen viele da innen auch. Und man es manchmal wahrhaben will oder nicht. Aber die kommen erst, wenn du deinen Arsch bewegst. Und deinen Arsch bewegen heisst auch manchmal einfach, hey, stand her, stand dazu. Hey, ich hatte die letzte Woche gerade jemanden gehabt, wo gesagt hat, hey, aber weißt du, eigentlich am liebsten würde ich mich jetzt früh passionieren lassen. Aber ich kann mir das nicht leisten. Ja, was ist denn, wenn ich in 2-3 Jahren krank werde? Oder das ist, oder das ist. Dann habe ich gesagt, verdammt, mal spinnst du eigentlich. Das hat doch nichts mit dem zu tun. Jetzt geht es doch einfach darum, dass du herstehst. Wenn dir dein Job nicht mehr stimmt, dann musst du künden. Dann musst du ihn ziehen.
Wenn das Umfeld, das ist egal ob der Chef oder wer auch immer, für dich nicht mehr stimmt, dann musst du künden. Du musst nicht denken, was mache ich dann und was mache ich dann, was mache ich dann, was mache ich dann, was mache ich dann. Sondern dann musst du es einfach durchziehen. Und dann kommt auf das Mal vielleicht irgendwo, ein paar Monate später, von einer ganz anderen Seite, ein völlig neues Türchen, das aufgeht, wo man sich nicht würde denken. Das mit den Türchen ist ja das schöne Bild, wo ich auch viele Geschichten höre, dass es wirklich so ist. Aber natürlich braucht es Mut, oder? Das muss man, glaube ich, einfach anerkennen. Das braucht den Mut, mal eine Tür zuzuschauen und dann zuzutun und dann schauen, was passiert. Ja, es braucht Mut, sicher. Und der Person, die ich das die letzte Woche gesagt habe, sie hat dann, wir haben geschafft mit und sie hat wirklich sehr schöne Fortschritte gemacht. Sie ist wirklich echt, du hast wieder einen Mensch vor dir gesehen. Und dann auf einmal hat sie da oben, oh, jetzt laufen dann meine zwei Monate ab, wo ich krankgeschrieben bin. Oh, ich muss am 1. Dezember wieder arbeiten. Und dann ist sie genau wieder in den Stress hineingekommen. Da hat der Darm angefangen zu spinnen. Blasenentzündung und das und das und jenes. Und dann voll wieder in die Mühle hin und dann gesagt, hey, liebe Frau, stand jetzt verdammt nochmal her zu deiner Situation, wo du bist. Du musst nicht jetzt künden, wenn du krank bist. Künd, wenn es wieder okay ist oder wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt oder was auch immer. Oder dann lass dir künden. Aber jetzt den Kopf darüber zu brechen, nur einfach, um nicht müssen herstehen, dass ich krank bin. Und von sich aus künden in dem Stadion, wo man krank ist, wo man Anspruch hat, wir zahlen ja ein. Wir zahlen ganz viele Versicherungen. Und nur schon denken, ich habe jetzt gerade wieder die Rechnungen bekommen. Für uns drei Leute, die angestellt sind in der Praxis vom nächsten Jahr. Und ja, du zahlst dafür. Du zahlst Krankenkasse, du zahlst Versicherungen, du zahlst Unfallversicherung und alles zusammen. Dann soll man das auch beanspruchen und es soll auch so sein. Und dann musst du einfach nur dazu stehen. Und dann musst du das machen. Auch wenn du sagst, es braucht Mut. Ja, es braucht verdammt viel Mut. Und vor allem in dieser Situation. Aber du hast keine andere Möglichkeit. Wenn dann der Hebel nicht umschränzt ist und nicht vorwärts machst, zu deinem Mal, dass du wieder an deine Persönlichkeit herkommst, zu dir selber herkommst, dann ziehst du es einfach weiter bis zum geht nicht mehr. Und dann geht es einfach so, dass irgendwann nach 2 Jahren bist du ein IV-Fall und dann bist du erst recht am Arsch. Und das kann es nicht sein. Und das ist auch der Grund, warum ich bin nicht lieb mit meinen Leuten. Das wollte ich gerade fragen. Wie siehst du jetzt deine Rolle in Bezug auf deine Klienten in dieser Geschichte? Ich habe keine Rolle, aber ich bin. Okay, wie bist du nicht lieb? Von der Geraden direkt. Ja. Weil mir geht es um die Sache. Wenn jemand zu mir kommt, egal um was es geht. Es hat Leute da drin, die das erfahren haben von mir, wo ich einfach nur unverblümt und vatergrad gesagt habe, hey, so und so und keine andere Möglichkeit, kein Links und kein Rechts mehr und nichts mehr. Ich muss, ich bin verpflichtet aus meinem Selbst raus. Wenn ich von da oben Signal bekomme und ich weiss, das und das ist der Weg für diese Person und ich muss das sagen, dann muss ich herstehen und muss die Schnurren auftun. Okay, auch das musst du. Ungemütlich bist ja du der, der mit seinen Klienten möglichst wenig redet, aber das heisst, in so einem Fall tust du es. Ich rede über das, was ich schaffe, das, was ich tue. Über das rede ich nicht, weil das kannst du nicht erklären. Das ist verdammt schwierig. Für das schreibe ich ja Bücher und da steht vielleicht irgendwie 1% von dem, was ich irgendwo tue. Aber wenn es darum geht, was für diese Person wichtig ist,
Und was diese Person darf machen und für das, was sie darf, Mut aufbringen, um das zu tun, dann ist es meine Pflicht und meine Aufgabe, das zu kommunizieren. Weil ich bin, seit ich Unternehmer bin, bin ich ein Perfektionist. Viele merken das nicht. Das ist ganz, teilweise ganz fein, einfach auf eine Art und Weise, ja, wie man es vielleicht gar nicht merkt. Und ich bin ein Perfektionist in dem Sinn, wenn ich jetzt, dass wir ans Ziel kommen, mit dem Klient, der ja aus dem Anspruch raus zu mir kommt, zum gesund werden, dann habe ich nur das vor Augen. Und dann verfolge ich das. Ich nehme teilweise meine Klienten ernster, als sie sich selber nehmen. Ich habe die letzte Woche jemanden zu der Praxis ausgeschossen und gesagt, weißt du was, du bist zweimal zu spät gekommen und es geht dir am Arsch vorbei. Ich habe gesagt, weißt du was, du kommst nicht wegen mir zu spät. Du bist am Arsch. Und du hast die und die Krankheit. Du kommst wegen dir. Und das willst du nicht einsehen. Du checkst das nicht. Also dann ist meine Zeit überflüssig, dass ich mit dir arbeiten will. Du hast mit dir nicht so umzugehen. Wenn du das willst, dann mach du, was du willst. Aber nicht mehr, weil ich habe den Anspruch und ich nehme dich verdammt nochmal ernst, wenn du zu mir kommst. Und dann holen wir das Maximum raus. Und das ist in dem Moment, wo der Christian sehr wohl redet. Dann tut der Christian das Maul auf. Und dann rede ich Klartext. Wenn es dann keinen Sinn macht oder ich genau weiss, die Person kann das nicht aufnehmen oder kann es nicht umsetzen oder was auch immer, aus welchem Grund, dann lasse ich es. Dann sage ich halt vielleicht am Schluss, du musst jetzt mal schauen, wie es dir geht und darfst entscheiden, ob du nochmal einen Termin willst oder nicht. Und jetzt ist ja das auf den Weg bringen und anstupfen. Das eine, das andere ist noch, kann man das unterstützen? Würdest du das unterstützend empfehlen? Medikamente, spezielle Getränke, spezielle Lebensweise, spezielle Ernährung? Kann so etwas hilfreich sein? Das ist ganz, wie soll ich sagen, es ist eine schwierige Frage, es ist ja sehr, sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil, also erstens einmal, das Problem lösen, ja, Anführungszeichen, mit einem Medikament ist nicht die Lösung. Es ist nur ein Rausschieben von einer Tatsache. Du kannst vielleicht wieder funktionieren. Mir hat auch letzte eine Klientin geschrieben, du darf ich das und das nehmen, um mich ein bisschen aufheitern. Und dann habe ich auch sagen, liebe Frau, du hast dich jetzt nach xxx Jahren von deinem Partner getrennt. Jetzt sollst du doch einfach einmal ein Zeitchen nur heulen und fluchen und machen und tun. Und darfst sogar Selbstmitleid haben und die ärmste Sau sein auf der ganzen Welt. Das gehört dazu in dem Moment. Und irgendwann kommt der Punkt und dann lachst du drüber und dann laufst du weiter. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich etwas reinschoppen, schiebe ich das Ganze nur raus. Kann es nicht sein, dass man einfach den Prozess ein bisschen in Gang bringt mit dem? Wenn du eingedämmert bist, wenn du benebelt bist, wie willst du dann funktionieren und wie willst du dann mutig sein und wie willst du dann den Hebel umzehren, den du dann sollst? Gut, wenn du benebelt bist, nicht, aber vielleicht gibt es Medikamente, die irgendwie Klick machen, ich weiß es nicht. Gibt es nichts?
Es hat ja viele, wo Unternehmer, Studenten, die Ritalin shoppen, dass sie mehr leisten können, dass sie fokussierter sein können. Ja, aber das sind genau die, die eben schlussendlich eben in einem Burnout landen, weil sie halt einfach über ihre Verhältnisse gehen. Und ja, schau, es mag sicher einen Sinn und einen Zweck haben, für eine bestimmte Zeit irgendwo eine kleine Krücke an der Hand zu haben, ja. Aber dann muss man sich auch Gedanken machen und sagen, du, was habe ich vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Dann gibt es vielleicht Johannes-Kruppo-Stille, die einen beruhigt, wo etwas Natürliches ist. Und nicht vielleicht irgendwie ein Demesto, wo sehr, sehr bekannt und berühmt wird, wo sofort verschrieben wird, leider, wo schlichtweg süchtig macht. Das sage nicht ich, das sagen die Erfahrungen, das sagen Klienten von mir, wo über 10 Jahre medikamentensüchtig waren und. Und das, ja, das ist nicht die Lösung. Um vielleicht ein bisschen fitter zu sein, um ein bisschen Vitamine nehmen, zum gesund essen, um sich gesund ernähren, das schadet nicht. Das schadet niemandem. Wenn du kannst nicht einmal zu viele Vitamine aufnehmen, weil wenn der Körper sagt, ich brauche nicht mehr als so und so viel, dann geht es anderen und raus, ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner oder was auch immer. Dann verlässt es einfach den Körper wieder. Nützen tut es schlussendlich eh nichts. Also, ja, das ist jetzt genau das Gleiche, wie es zeitlich ein riesen Hype war, wo vor 4-5 Jahren angefangen hat. Vitamin E-Mangel und. Und immer wieder kommt es heisst, Vitamin D-Mangel, Vitamin A-Mangel und weiss ich was, und B12 und alles zusammen. Ja, sicher, man kann das eine und das andere probieren und ob es einem hilft und nützt, es ist okay. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so Christian, jetzt hast du vielleicht einmal ein Zeitchen zu ungesund gelebt oder zu ungesund gegessen, dann bin ich auch der, der jemand mal ein Juice Plus nimmt, oder wie das heisst. Und das Gefühl, mal, das tut mir jetzt gut. Und tut mir vielleicht auch ein bisschen das Gewissen beruhigen oder das schlechte Gewissen beruhigen. Und dann ist es okay. Aber in so einem Fall, wenn es dir wirklich etwas hilft und einem ein bisschen weiterbringt oder vielleicht ein bisschen mehr Motivation gibt oder so, dann ist es okay. Aber es bringt nichts, wenn es nur einfach ein Aufpushen gibt, schlussendlich. Und weil der Fall nachher, der ist umso grösser. Das kann es nicht sein. Ist ein Klinikaufenthalt sinnvoll? Es gibt ein paar Privatkliniken, die ja, haben Sie vielleicht schon gesehen, Inserat machen. Wir sind Superspezialisten für das Auffangen von Burnout-Patienten. Ich meine, die Burnout-Wellness-Oasen sind natürlich in den letzten Jahren so stillgelegt, die Hotels in den Bündner Bergen und, wo wieder reanimiert worden sind als Burnout-Kliniken und die Fassaden neu gestrichen haben und schöne Räume gemacht haben und 2-3 Zimmer eingerichtet haben für Psychiater und Psychologen oder was auch immer. Nach dem Motto, wir sind da begleitet und das Hallenbad wieder frisch rausgestrichen und gelättelt haben oder was auch immer. Und jetzt sind wir eine Burnout-Klinik, UE. Das ist nicht die Lösung. Weil das Problem ist, es ist gut und recht und die machen das wirklich teilweise gut. Wie gesagt, die arbeiten auch viel im Hallenbad und zur Beruhigung und teilweise mit Klangschalen und Meditation und alles zusammen. Nur ist das Problem genau das gleiche wie wir sind hier im Kreis Kaibene. Und wenn da ein Trögler irgendwo in den Zug kommt oder in die Kiste kommt und er kommt wieder raus, dann geht er wieder hierher und dann ist er genau am gleichen Punkt, wie er war.
Und genau so. Also außer er wäre nicht mehr der gleiche, oder? Ja. Im besten Fall. Ja, wo einer von 10 das dann nicht mehr ist, dann ist es schön, ja. Und genau dasselbe ist es einfach, wenn du als Banker, wenn du als Manager oder was auch immer in eine so eine Klinik gehst, oder auch, weißt du, irgendwo, es ist haarsträubend, ich meine, wir haben ja hier am Zürichsee schöne Kliniken, wo halt länger sie weniger gebraucht worden sind. Für geistig behinderte Leute und. Wo man jetzt einfach drauf gesetzt hat. Man hat Pferdetherapien angefangen anbieten, man hat das angefangen anbieten, da angefangen anbieten. Und jetzt ist man einfach auch unter anderem eine Burnout-Klinik. Und was dort da läuft, ist nur einfach eins: Du gehst rein, du wirst eingestellt, dass du deinen Alltag bewältigen kannst. Und dann, was ist dann? Wenn du wieder zurückkommst, was läuft dann? Bin geändert, hast du nicht, du hast es nur zurückverschoben. Ich glaube ja nicht, dass du in ein paar Wochen Anwesenheit vom Geschäft das geändert hast, was dich vorher dort gebracht hat. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst wirklich dort daran arbeiten, wo die Ursachen sind. Nur das allein bringt die Lösung. Und wenn du wieder zurückgehst, weil es fängt meistens bei denen schon an, dann kannst du mir glauben, ich habe meist Gott viel von denen gehabt. Und das heisst, es war immer das Gleiche, oder sehr oft das Gleiche gewesen, der Stress, wenn ich wieder zurückgehe. Wo stand ich? Wo bin ich? Die Angst vor der Angst, wieder zu versagen. Und das gibt dann wieder einen Druck und da bist du wieder genau am gleichen Punkt. Darum sage ich, das Wichtigste ist, dazu stehen, herzustehen und zu sagen, hey, ich komme jetzt wieder, 20%, dann steigen wir auf 40%, vielleicht mal auf 60%. Und irgendwann sind wir dann wieder auf 100 oben. Und das ist dann ein Faktor Zeit, wo dann halt xx Monate schlussendlich zwischen denen sind, wo man sich, wenn man will, und Mut hat, wirklich sich mit ganz vielem sonst auseinandergesetzt hat und auch geändert hat. Und alles andere bringt schlussendlich nichts. Ich bin wirklich, das weißt du auch, das wissen auch viele Neuen, ich bin weiss Gott kein Gegner von der Schulmedizin. Ich bin kein Gegner von Medikamenten. Schlichtweg nicht. Ich meine, ich habe auch mein Ventolin da oben rein. Ja, und jetzt? Es ist okay, stimmt, es ist gut so. Und ich habe Menge Krebsklienten, die ich sage, hey, los Burst, wenn du jetzt nicht in die Schulmedizin gehst und wenn du jetzt nicht hergehst und Chemo machst, dann kannst du es vergessen. Knallhart in den Grind hinein sagen. Sagen, hey, gehst. Und das nächste Mal, wenn er kommt, bist du gewesen. Und sonst werde ich noch deutlicher. Eben, es hat auch mit Verantwortung zu tun. Und da hat es auch absolut Sinn. Und das muss sein. Aber eben, alles in seinem Maß und mit dem vernünftigen Hintergrund, dass es auch nützt. Und dass man jemanden wirklich kann unterstützen kann. Und jetzt wollen wir ja möglichst gerne alle das vermeiden, dass wir überhaupt so weit kommen. Ich hoffe für alle von Ihnen, dass Sie keine Betroffenen sind, sondern nur Interessierte. Und wir können jetzt sagen, was kann der Einzelne machen, um früh genug erkennen, dass er darauf zuläuft und bremsen, vor es ihm passiert? Also was das Einfachste wäre, das Umfeld fragen und sagen, du,
Wie nimmst du mich wahr? Wie bin ich gegenüber vor 2-3 Jahren? Weil das Umfeld, das sind die, die sich auf einer Seite am wenigsten getrauen zu sagen, manchmal. Aus Rücksicht, aus Respekt vor dem Partner, vor dem Ehemann, von wem auch immer. Und einfach sagen, du, schau, ich hoffe, du siehst ihn selber ein oder er merkt sie oder was auch immer. Und vielleicht manchmal gerne etwas würde sagen und einfach auf die Schnur hocken. Manchmal vielleicht auch um Frieden zu lieben, weil es ist nicht immer einfach, wenn man etwas sagt. Aber einfach wirklich im Guten. Das hinterfragt. Weil in ganz vielen Sachen, eben auch wieder, wenn irgendwie so ein Unternehmer oder ein bekannter Geschäftsmann irgendwo die Reissleine gezogen hat, heisst es immer, ja, es sind schon Anzeichen da gewesen. Ja, er hat immer auf sein Handy geschaut und hat schon nicht mehr abschalten und hat nicht mehr einfach fröhlich mit uns ein Bier saufen nach dem Arbeiten und. Ja, mir hat es irgendwie schon gemerkt. Und dann muss ich sagen, weißt du was? Sättige Arbeitskollegen oder sättige Freunde, hey, verdammt mal, das sind Misthunde, sorry. Machen die Schnurren auf und sind ehrlich und schauen nicht nur aufs eigene Handy rein. Machen die Schnurren auf und reden Klartext und sagen, hey, was läuft mit dir? Was ist los? Und wenn nicht, dann, ja, wieso meinst du und, ja. Hey, los, ich nehme dich so wahr. Und. Einfach Klartext reden. Das Umfeld spürt und sieht am meisten. Die Betroffenen selber können es nicht wahrhaben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich nicht mehr geht. Und jetzt leben wir natürlich in dieser Hinsicht auch in einer wahrscheinlich ein bisschen schwierigeren Zeit als früher. Der Begriff Burnout ist, Entschuldigung, das habe ich auch gehört, darum ist mir das gerade reingerutscht. Wir können ja etwas anderes auch noch. Es gibt ja auch Bore-out, das ist ja auch ein Zusammenbruch aus Langweil, begegnet es dir auch? Ja, das hat man natürlich teilweise auch. Ja, ich habe teilweise auch ältere Leute vor allem, die aus dem Grund kommen, wo eigentlich dann, aber das ist dann ein bisschen ein anderer Weg, sie flüchten die Krankheit diesen rein zur Beschäftigung. Also, die schießen dann eigentlich an, wenn sie wieder gesund werden, weil dann kommen sie irgendwo dann die Aufmerksamkeit nicht mehr über und was machen sie dann, wenn sie am Montag nicht zu dem können, am Dienstag nicht zu dem, am Mittwoch nicht zu dem und am Donnerstag beim JAS mit den Kollegen nicht können erzählen, ja, weißt du, jetzt haben wir das und das herausgefunden. Ja, und ich, ja, weißt du, jetzt muss ich noch zum Herrn Professor, dann in 3 Wochen, dann habe ich dann einen Termin und so. Ja, weißt du, der kommt dann eben schon draus und so und dann weiß er noch was, dass es geht und. Ja, logisch, das ist dann aber wieder die andere Seite, das ist dann die Unterbeschäftigung und ist bei solchen Klienten eigentlich weniger der Fall, sondern dort ist es dann eigentlich mehr die Mühe überhaupt, eben effektiv können, den Vögeln anzuschauen. Das, was man eben dann ja, das könnte man dann, genau. Oder sie können sich dann einfach könnten vielleicht nicht mehr arbeiten. Das hat man dann vielleicht einmal eingesehen. Aber dann macht man noch das und das und jenes und weiss ich was. Und streicht die Wohnung neu und ist dann vielleicht die Frau arbeiten und so, abends kommt sie heim und die Wohnung ist neu gestrichen. Und fragt sie, ja, aber jetzt, ich habe gemeint, du bist krank. Ja, aber weiss ich irgendwie, ja, ich kann doch nicht einfach die heim hocken und ruhig sein und weiss ich was. Und, ja, das ist natürlich logisch auch ganz ein schwieriges Thema, wirklich dann können oben runterzufahren. Darum wäre es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man von sich aus selber einfach ehrlich steht und sagt, du, ich habe da glaube wirklich ein Problem und dann kann man irgendwie eigentlich, bevor man so weit ist, bevor man an diesem Zeitpunkt ist,
dann selber den Hebel umschränzen. Also ein kleiner Exkurs zu Burnout, aber bei Burnout ist ja auch eine Zeiterscheinung von unserem, jetzt sage ich mal, ausgehenden 20. und neu jetzt 21. Jahrhundert. Wir leben einfach in einer schnellen und schwierigen Zeit. Das ist ja wahrscheinlich schon auch nicht ein Wunder, dass das jetzt so zunimmt. Ja. Ich muss auf eine Seite lachen, weil ich höre oft die Sprüche, ja, in der heutigen Zeit ist halt einfach ein, ja, wir haben einen höheren Rhythmus angeschlagen und es wird ja länger sein, verrückter. Und aus dem Grund, ja, es ist halt schon verrückt und es ist nicht mehr gleich wie früher. Und ja, wenn man dann da nur mitmacht und so. Ja, darum muss ich lachen. Es ist so, oder? Kann man wenig dagegen sagen. Logisch, wir sind schlichtweg in einer anderen Zeit, ja. Es hat aber auch verschiedene Gründe. Und die Gründe sind natürlich sehr oft bei den lieben Leuten, die Welt regieren, die bestimmen, die Geld investieren. In einer Zeit, wo der Tesla-Chef, Musk, ja, oder wie er heisst, wo wirklich ein Genie ist, wo sehr viel auf die Beine gebracht hat, wo ich auch ja, ein geiler Sieg finde auf seine Art und Weise. Was er da auf die Beine gestellt hat, hat wirklich verdammt viel Mut gebraucht. Und, aber er hat können begeistern und hat Investoren in seinem Rücken, Aktionäre in seinem Rücken, die Millionen, Milliarden investiert haben. Und die wollen natürlich die Kohle wieder zurück. Die wollen, dass möglichst schnell schwarze Zahlen geschrieben werden. Das wird jetzt dann nicht bald einmal der Fall sein. Dass das auch ist nach x Jahren. Und, aber genau so ein Chef kann nicht mehr einfach sich sein und sagen, ja, ich bin halt schon ein bisschen am Anschlag gewesen, also manchmal habe ich schon nur noch 2, 3, 4 Stunden geschlafen in der Nacht und habe schon ein bisschen Bedenken gehabt. Und so eine Aussage lässt in der heutigen Zeit, das war vor, glaube ich, 2 Monaten, der Aktienkurs von der Tesla kurzfristig um 10-12% zusammengefallen. Es ist doch abartig, oder? Es ist irgendwo absolut gestört. Und das ist die heutige Zeit. Dass solche Sachen, wenn jemand menschlich ist, wenn jemand einfach einmal hersteht und sagt, weißt du, ich mag jetzt einfach nicht mehr. So wie ich dir vorher auch gesagt habe, wo ich auch meine Punkte kann und einfach vielleicht einfach nicht mehr mögen hast. Einfach herstehst. Darfst du das nicht mehr? Das ist die heutige Zeit und das ist das, was halt eben die Leute, die dann für ihre CEO, für ihren Verwaltungsrat das handhaben und machen und tun und umsetzen, für die ist es alles andere als einfach. Und ich meine, wenn man ja sieht, in unserer lieben, reichen Stadt Zürich, und vor allem so um einen Börsenstandort herum, was für eine Dichte von Drogen, die wir haben, die man im Abwasser rein kann messen, kann man nachweisen, wie viele Drogen das konsumiert werden in dieser Stadt, ist es irgendwo schlichtweg dekadent, was da läuft mit diesen Leuten teilweise. Und ja, und über den Mittag schnell gehen, gehen Strössli reinziehen, dass sie am Nachmittag wieder ihre Leistung können bringen und Juhe und Judihu und weiss ich was. Und ja, es ist irgendwo gestört, aber es ist halt einfach, es ist unsere Zeit. Und ja, logisch kann man sagen, früher war alles besser gewesen.
Langsamer war es sicher. Ja, es war sicher langsamer, aber ich finde die heutige Zeit, wenn man einfach bei sich bleibt und sich selber auch treu bleibt, ist die Zeit genau gleich geil, so wie früher. Also ich bin nicht weniger gern Unternehmer heute. Im Gegenteil, ich meine, ich sage, du weißt was, ich muss dieser Zeit auch Rechnung tragen. Und was soll ich dann sagen? Fluchen, dass das Mund-zu-Mund-Propaganda, so wie sie früher gelaufen ist, heute nicht mehr gleich läuft, weil man nicht mehr miteinander schnurrt, weil man nur noch via Handy miteinander kommuniziert. Ist okay, ja. Aber dann musst du halt einfach an die Leute herkommen, dort, wo sie sich befinden. Am Morgen auf dem Bus, wo sie ins Handy hineinschauen. Es gibt ja keinen, der nicht ins Handy hineinschaut am Morgen auf dem Weg. Ich fahre etwa 3 Bushaltestellen vorbei, um zu arbeiten. Also, du lachst heute schlichtweg, wenn einer am Zeitung gelesen ist. Das ist irgendwie ein Mann von gestern oder ich weiß auch nicht was. Es ist irgendwo noch verrückt. Aber es ist so, also musst du die Leute dort abholen. Genau dasselbe, wenn ich jetzt auch erkannt habe, dass länger sie mehr Klienten gehabt, eben Unternehmer, Banker, Manager, wo am Morgen um 8, die halb 9 spätestens entweder kommen, dass sie nachher wieder arbeiten können, ohne dass irgendjemand etwas merkt. Aber dringendst nötig haben, dass man etwas macht. Und ich mir auch müssen sagen, du weißt, Christian, dann mach aus dem halt ein anderes Business zusätzlich. Ich biete heute, also es startet jetzt demnächst, eine Dienstleistung an, wo ein Manager, ein Unternehmer, wer auch immer, kann via Handy auf die Homepage gehen. Die Homepage heisst wie der Vortrag heute Abend, turboimkopf.ch, wo die Thematik angeschnitten wird, auf den Punkt gebracht wird. Es kann jemand direkt auf dem Handy einen Termin buchen, ohne irgendeine E-Mail müssen machen, ohne ein Telefon müssen machen. Er kann es von seinem Handy aus machen, er kann den Termin buchen, kann er nachher mit der Kreditkarte zahlen und er kann am Samstagmorgen oder am Samstagnachmittag, je nachdem, wenn er einen Termin hat, wo extra für das freigehalten wird, seinen Termin kommen, ich sage jetzt einmal, seinen Termin kommen abholen. Ich nehme mir 3-mal mehr Zeit für diese Person. Kostet dementsprechend halt auch mehr, ist klar. Aber der Nutzen dementsprechend ist ganz klar auch da für diese Person. Und ist auch dringend notwendig, weil es braucht schlichtweg einfach Zeit. Weil man muss dort wirklich die Köpfe leeren, man muss wirklich die Gedanken wieder, ja, ich sage jetzt einmal, zweckbüscheln. Oder die negativen Gedanken, warum dass wir überhaupt dort hergekommen sind, wieder zweckbringen. Und das braucht halt einfach bei so jemandem wirklich 2-3-mal mehr Zeit, als wenn ich sonst bei jemandem arbeite. Weil's körperlich halt eben zusätzlich auch viel, viel grössere Folgen hat und eben sich zeigt, weil die Leute sind, du musst dir vorstellen, wenn ich mit so jemandem arbeite, dann ist das, wenn ich mit denen arbeite und die Hände auf den Körper lege, das ist schlichtweg wie ein Wespennest. Das vibriert alles nur noch. Das ist alles, was nur noch einfach, ist wie ein Summen, wie in einem Bienenhaus hinein. Über den ganzen Körper von zunder bis zu oberst. Und das hat damit zu tun, dass das Lymphsystem und das Nervensystem völlig überfordert ist. Und durch das fließt nichts mehr. Und durch die Ängste und durch Panik und, die man hat, und durch Depression, werden die ganze Muskulatur im Kopf, das ganze Hirn, die ganze Hirnmuskulatur, werden wie zusammengezogen, werden verkrampft. Das schwingt nicht mehr, aber gar nicht mehr.
Und durch die Verkrampfungen und alles zusammen fließt das Ganze nicht mehr. Wir haben im Hirn, im Tag, in den Leerräumen vom Hirn, bis zu einem halben Liter Hirnflüssigkeit entwickeln. Im Tag. Und wenn die Hirnflüssigkeit nicht mehr ablaufen kann, und die läuft zu 60-70% über das Lymphsystem ab, wenn das ganze System nicht mehr funktioniert, kann das nicht ablaufen. Und dann hast du eben so einen Kopf. Und wenn das Nervensystem entzündet ist und kribbelig ist, wie der ganze Körper kribbelig ist, eben das, wie wenn du in einem Wespennest rein wärst, dann hat eigentlich auch das Lymphsystem die Aufgabe, das Nervensystem auch zu kühlen und zu durchfluten. Darum ist es ja extrem wichtig, dass man genug trinkt. Also das allererste, was du überhaupt machen kannst, wenn du in dieser Situation bist, ist einfach 3-4 Liter Wasser trinken im Tag. Das Lymphsystem muss wieder aktiviert werden. Und die ganzen Verspannungen und die ganzen Verkrampfungen müssen gelöst werden. Und das ist das, was bei solchen Leuten sehr, sehr, sehr viel Zeit braucht. Also ich arbeite bei denen ähnlich, wie wenn ich sonst mit jemandem arbeite. Auch ganz klar über die ganze Wirbelsäule, aber auf dem Kopf alleine, wo ich sicher 2-3 Mal so lang nur alleine am Kopf arbeite, wieder bei sonst jemandem. Und das ist auch der riesengroße Unterschied. Das ist das, was Zeit braucht. Und darum auch die Dienstleistung für die Leute, die ja, Nachfrage wird da sein. Und eben, wie gesagt, da muss ich nicht sagen, die heutige Zeit ist schnelllebiger und alles andere. Ja, musst du halt auch anpassen. Wir müssen die Strassen, okay. Wir müssen Parkplätze und alles auch anpassen. Ja. Wenn die Autos länger sie grösser werden und länger sie mit SUV auf der Straße rumfahren, wie vorher, dann müssen wir uns auch anpassen. Und so genau ist es halt ja, im Business innen auch, oder? Und sonst bist du halt auch weg vom Fenster, oder? Ja, gut. Dann haben wir alle noch etwas vor. Ich habe noch eine Liste mit Stichwörtern, die ich jetzt bei meinem letzten Abend bin. Ich habe gefragt, was ich wollte fragen. Willst du noch etwas sagen, was wir noch nicht gesagt haben? Was ganz wichtig ist in dem Ganzen, kein Mensch und kein Betroffener ist gleich wie der andere. Was die ganze Geschichte natürlich noch komplizierter macht. Das ist so. Und das ist auch so, dass eigentlich, ja, ich sage jetzt auch die Schulmedizin diesbezüglich, eigentlich nur eine Lösung hat, und das ist Medikamentierung. Jemanden einstellen, ruhig stellen. Und alles andere, das ist, für das gibt es keine Lösung, weil die Schulmedizin hat nur Lösungen für eine Allgemeinheit. Bei Verkältung nimmst du das, dann nimmst du das, dann nimmst du das und dann nimmst du das. Und in einem Burnout gibt es kein einheitliches Rezept. Weil das, was ich am Anfang gesagt habe, die Ursache, die hinter dem Ganzen steckt, die ist bei keinem gleich. Die ist wirklich bei keinem gleich. Wenn du 1000 Klienten hast mit einem Burnout, hast 1000 verschiedene Möglichkeiten, warum er in seinem Leben genau so funktioniert hat. Und das ist das, was du sagst, ja, das ist das, was sehr, sehr, sehr schwierig macht. Es gibt Ansätze dazu, wo auch die Schulmedizin auch gemerkt hat, mit dem, was ich gesagt habe, mit dem Lymphsystem, unser Lymphsystem hat man früher nur angeschaut als Güsselkübel vom Körper. Und welche Pharma will dann schon für eine Entsorgungsstelle forschen und entwickeln? Und das ist jahrzehntelang
ignoriert worden. Und jetzt hat man längst mehr gemerkt, dass bei Klienten, die Operationen hatten, Brustkrebsklienten zum Beispiel, wo Lymphen beschädigt worden sind durch die Operationen. Wir haben im Körper 600 bis 800 Lymphpositionen und Lymphknoten. 600 bis 800 Stück im Körper. Und wenn eins von denen nicht mehr richtig schafft, dann ist die Überlastung von den anderen Wegen, vom Lymphsystem, ganz klar da. Und dann fließt es nicht mehr richtig. Dann haben wir zu viel Wasser im Körper. Wir haben keinen Abtransport mehr. Wir haben keine Zirkulation mehr. Und. Und das ist wahnsinnig, was da läuft. Ich meine, da gibt es ganz viele solche Sachen. Und das ist das, wo man festgestellt hat, dass ganz viele Lymph- und Lymphgefäßerkrankungen haben, die die eine oder die andere Operation hatten. Und das ist das, wo man jetzt dran ist und sehr stark hier in Zürich auch, an der Universität, sehr stark wieder am Forschen ist, wie können wir das Lymphsystem wieder reparieren. Weil das Problem ist eben auch, das ist nicht gleich wie beim Blutkreislauf, dort haben wir einen Zugang und einen Abgang. Und beim Lymphsystem ist das nicht so, sondern dort ist es alles nur einseitig. Es kommt, es läuft durch den Körper und es tut über die Drüse, über die Haut, über alles zusammen ausscheiden. Es ist alles nur einseitig. Und wenn da eben ein Weg nicht mehr stimmt, dann haben wir doppelt so grössere Stau schlussendlich im Körper. Darum ist das extrem wichtig. Und das Thema, ich habe das lange hinterfragt, ich habe das gemerkt, wenn ich mit jemandem gearbeitet habe, wie das vibriert, wie das gesurrt hat, wie das gemacht hat. Musst du dir das vorstellen? Das ist wie ein Rauschen. Das ist schon das Setting, wo Tinnitus haben. Das kann man fast am ähnlichsten beschreiben wie das. Es ist einfach ein Geräusch, es ist ein Rauschen, das einfach nonstop da ist, weil alles zusammen einfach überfordert ist und wie es kocht und nicht mehr richtig läuft. Und ich habe lange gedacht, und irgendwann habe ich dann auch Antwort bekommen und habe dann auch gemerkt, ich habe dann auch irgendwie automatisch vielleicht mal den einen oder anderen gesagt, du, geh in die Lymphdrainage, mach das und das. Ich habe nicht gewusst, warum ich das gesagt habe. Eben, ich bekomme meine Sachen, das ist nicht alles auf meinen Mist gemacht. Aber das habe ich die Leute und meine Kumpels da oben auch, die mir das bringen. Und habe dann auch gesagt, wieso sage ich denn das? Wieso ist denn das so? Und bin dann eigentlich länger mehr auf das gekommen, was das für eine sehr grosse Wichtigkeit hat, dass das aktiviert wird. Und wenn ich heute, wenn mir eine Therapeutin sagt, oder wenn mir irgendwie jemand, der Massage macht oder was auch immer, sagt, ich habe zu wenig Arbeit, kann ich nur empfehlen, hey, spezialisiere dich auf Lymphdrainage, spezialisiere dich auf das Lymphsystem und du wirst in den nächsten Jahren Arbeit haben bis zum Bach haben. Weil es wird länger sie bekannter werden, es wird länger sie publiker werden, wie wichtig das ist. Und da ist ein riesen Bedarf da. Und das ist eben genau bei betroffenen Leuten extrem wichtig, dass sie das ganze Lymphsystem dementsprechend mit viel trinken, mit Bewegung, mit Sauna, kalt, warm oder heiß, kalt oder was auch immer, das wirklich aktivieren, weil das bringt unheimlich viel. Das ist ganz enorm wichtig. Das ist auch etwas, wo wirklich jemand von sich aus persönlich dazu kann beitragen. Ja, wir sind ja immer wieder da und sind auch bereit zum, oder ich bin bereit zum Fragen beantworten. Jetzt ist
Hat irgendjemand von euch eine Frage zu dem Ganzen? Was möchte er wissen? Was interessiert ihn in dem ganzen Zusammenhang? Möchte irgendjemand etwas wissen? Oder fragen, ungeniert? Die wissen schon alles. Aber jetzt können wir ja vielleicht sagen, wir haben jetzt ja ganz viel erzählt und sind zum Teil ein bisschen in Detail gegangen und zum Teil ein bisschen weniger. Ihr habt hoffentlich einfach einigermaßen jetzt einen guten Abriss zum Thema und zu der Haltung von Christian Frauenschieber. Wenn man das würde in einer ganz kurzen Form sagen oder wenn man könnte sagen, was müsst ihr jetzt am meisten mitnehmen heute Abend, kann man das irgendwo so auf einen kurzen Nenner bringen? In den Spiegel schauen und ehrlich sein mit sich. Gut. Als erstes. Und als zweites, vom Spiegel weglaufen und den Mut haben, die Frau oder der Mann, vielleicht sogar das Kind, fragen. Was hast du das Gefühl, was ich an mir könnte ändern, was früher anders war oder vielleicht besser war? Oder was auch noch ganz eine gute Möglichkeit ist, wenn es Kollegen sind, dann sind sie ehrlich. Frage Kollegen, frage Freunde, wie nimmst du mich wahr? Gut. Das ist das, was wichtig ist. Und das ist auch an dieser Stelle von solchen Leuten, die in ihrer Umgebung jemanden haben, der betroffen ist. Hey, sind mutig und gehen auf die Person zu. Und wenn ihr jetzt irgendwo das Gefühl habt, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, was da der Frauchi erzählt, vielleicht weiß er auch wirklich, von was er geredet hat, und das ist gar nicht schlecht. Und wie sage ich jetzt dem betroffenen Freund oder Kollegen oder Partner das, dann könnt ihr es ganz auf eine ganz einfache Art machen. Drückt ihm ein Buch in die Hand und sagt, du doch einmal drin blättern. Lies es einmal. Und das ist nämlich auch mit dem Grund, warum dass ich heute 3 bis 4 Mal mehr Männer in der Praxis haben, wie das früher war. Das ist ganz klar mit dem Grund. Mit dem Grund ist auch, dass ich aus Gutwill, aus, wie soll ich sagen, auch aus dem Sinn heraus zu jedem Buch Hörbuch produzieren und das heute kostenlos mitgeben. Zu jedem Buch. Du kannst, heute sind wir ja so weit, du kannst den Code eingeben, der im Buch drin ist, du kannst das Hörbuch kostenlos abladen und kannst es hören. Der Mann kann es auf sein iPhone laden und kann es auf dem Arbeitsweg hören. Und das ist mit dem Grund, warum das die Männerwelt offener geworden ist gegenüber einem so ominösen Therapeut, wo man nicht genau weiss, was man macht. Und weil er redet ja nicht und der Doktor ist ja auch nicht, wo ja vielleicht dann von dem her auch überzeugt. Und ich denke, das ist von dem her wirklich eine ganz gute Sache.
Und ihr wisst ja vielleicht, dass der Marco ja nicht einfach umsonst da sitzt und mich auch hinterfragt. Und, weil der Marco ist der Sprecher von meinen Hörbüchern von Anfang an. Weil er einfach, wenn er das Buch liest, er ist mich. Und er kann das so gut völlig neutral überbringen. Mit einer fantastischen, angenehmen Stimme, wo man einfach gern zulässt. Und ja, wo ganz, ganz ein wichtiger Faktor ist. Und dass auch heute länger sie mehr Männer halt vielleicht auch in die Praxis hineinkommen, ist halt vielleicht, weil heute die Praxis so aussieht, als wäre es deine eigene Stube. Hell. Fantastische, feine, klassische Musik im Hintergrund, die läuft mit der, auf einer Röhrenverstärkeranlage. Also besser als die Anlage, die ich daheim habe. Weil ich einfach sage, da innen arbeite ich, da innen bin ich. Und als größte Gewehr dann das, was ich darf sein, da innen auch zu machen. Und dass den Leuten wirklich auch wohl ist, da innen. Und auch stimmig ist und auch passt. Und ich glaube, die Zeiten, eben wie wenn man sagt, früher war alles besser, dass ein Heiler im stillen Kämmerle irgendwo in einem Bastelraum, in einem Hobbyraum arbeitet, dass ja niemand gross merkt, wer da tätig ist und was er macht. Die Zeiten sind, glaube ich, wirklich vorbei. Und wenn man das mit Liebe und Seele macht und mit Freude macht, dann darf man das auch zeigen und mit diesem Business auch so, ja, auch erfolgreich sein. Ja, gut, in diesem Sinn möchte ich mich bei all euch ganz herzlich bedanken, dass ihr alle gekommen seid, trotz dieser hektischen Zeit. Es war ein bisschen harzig, es war sehr harzig in dieser Zeit, wo wirklich extrem viel los ist. Wir haben dann noch ein bisschen, oder ich habe es vielleicht noch ein bisschen komisch arrangiert, dass halt eben auch der E-Mail-Versand oder die Informationen halt genau zu dem Zeitpunkt halt eben auch raus sind und gelaufen sind, wo man halt irgendwie Black Friday gehabt hat und Cyber Monday und weiss ich was, alles zusammen. Und dass halt sehr viele E-Mails auch ungeöffnet in Kübel gelandet sind, weil man es halt einfach, weil man so eine riesen Flut bekommen hat. Und halt irgendwo untergegangen ist. Und mal schauen, darum überlegen, es kann vielleicht auch sein, dass halt vielleicht die, die es dann nicht gehört haben, vielleicht halt den Vortrag dann eines Tages auf YouTube zu hören und zu sehen ist. Meine Frau hat zwar gemeint, aber Christian, lieber Schatz, du kannst doch nicht einfach jetzt für die, die zu faul sind oder sich Zeit nicht haben wollen, um ins Volkshaus zu kommen, belohnen damit, dass sie das nachher gratis auf YouTube schauen dürfen. Ich musste lachen und sagen, ja, du hast eigentlich recht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht gleich noch ein paar erreicht haben durch das, wo dann halt vielleicht wirklich nicht kommen konnte, oder heute ein Weihnachtsessen gehabt hat oder sein LCD-Bildschirm hat müssen ausfacken, wo er am Black Friday gepostet hat oder was auch immer, dann haben wir unser Ziel vielleicht gleich erreicht. Also, in dem Sinn, schön, dass ihr da gewesen seid. Danke für den Weg, für das Vertrauen und ich wünsche euch ganz angenehme Adventszeit ist jetzt bald schon wieder. Und geniessen das Leben, sind ehrlich und fassen gerade und mutig. Ciao, danke.